Miriam, wir müssen reden. Wir müssen Damaskus verlassen. Rami, was gibt's? Ich wollte gerade Essen machen. Muss das jetzt wirklich sein? Ja, es ist dringend. Unser Geschäft läuft nicht mehr. Mit der nächsten großen Rechnung sind wir am Ende. Wir müssen etwas tun. Was sollen wir denn machen? Um uns herum ist Krieg. Also können wir Damaskus nicht verlassen. O Herr, was sollen wir werden? Du hast recht. Deshalb denke ich, wir sollten in ein anderes Land gehen. Was meinst du? Wohin sollen wir denn gehen? Und was soll dann aus meinen Eltern und unseren Söhnen werden? Wie sollen wir sie aus der Armee Assads herausbekommen? In Deutschland ist alles so grün und friedlich. Ja, es war eine gute Entscheidung, auszureisen. Ich hoffe, dass unsere Söhne bald von der Armee fliehen und nachkommen können. Ja, ich denke schon. Ich werde meine Beziehungen spielen lassen. Unsere Eltern haben mir geschrieben, dass es ihnen in Syrien gut geht. Herzlich willkommen in Deutschland. Als Flüchtlinge aus Syrien werden Sie bei uns gesetzlich geschützt. Wir bringen Sie jetzt in eine Flüchtlingsunterkunft und werden Sie dort erfassen. Ihre Unterlagen checken und Sie können dort Ihren Asylantrag stellen. Hallo Herr Meier, ich wollte mal wieder nachfragen, ob die Agentur für Arbeit einen neuen Job für mich hat. Immer zu Hause rumsitzen, das ist einfach nichts für mich. Nein, tut mir leid, Sie wissen doch, dass es für Flüchtlinge kaum Jobs gibt. Schau mal, Miriam, es war doch eine gute Entscheidung, dass wir Syrien vor 10 Jahren verlassen haben. Jetzt haben wir ein großes Reisebüro in Berlin, das genug Geld für uns und unsere Familie in Syrien abwirft. Gut, dass du deine Kontakte mitnehmen konntest. Und die vielen ehemaligen Flüchtlinge, die jetzt regelmäßig nach Syrien fahren, freuen sich, dass du ihnen günstige Flüge vermitteln kannst. Am Ende ist es ja doch noch gut gegangen. Daran habe ich gar nicht mehr geglaubt, als wir fluchtartig Berlin verlassen mussten, weil die Konkurrenz uns verklagen wollte. Und dann kamen wir nach Wittenberg und haben unser Reisebüro in Piesteritz eröffnet. Aber dann kamen die Nazis und haben alles kurz und klein geschlagen. Und wir mussten den Laden schließen. Da war wieder Angst, wie ich sie auch im Krieg in Syrien hatte. Und dann der Laden in der Wittenberger Innenstadt. Ja, der war wunderschön. Aber als die Stadt nach dem Reformationsjubiläum zu boomen begann, konnten wir uns die Miete nicht mehr leisten. Naja, jetzt leben wir doch gut und glücklich hier am Wittenberger Stadtrand.